So, nachdem wir gerade bemerkt haben, dass, ach Gott, Endless-Mode, Normal-Mode. Nachdem wir gerade bemerkt haben, dass der normale Modus, der Easy-Mode, absolut keinen Sinn hat, also der gar nichts. Man kriegt einfach wirklich nichts im Prinzip, man kriegt diese komischen dummen Crystals, wofür man nichts, also womit man nichts machen kann. Jo, genau. Übertreib halt. Und ja, ganz im Ernst, da muss ich halt schon sagen, es ist schon sehr, sehr fragwürdig, was die hier machen. Also für mich gibt es keinen Sinn. Für mich gibt es gar keinen Sinn. Die haben wahrscheinlich jetzt hier einmal die Mobs, oder? Nee? Okay. Also ich weiß nicht, was die machen. Warum, wieso, weshalb, verstehe ich nicht. Wir haben hier theoretisch einen Modus, der cool ist. Ich meine, es ist auch Flife und so wirklich richtig coole Modus gibt es in Flife natürlich jetzt nicht, aber es ist ein lustiger Modus, den kann man hier echt spielen, macht Spaß und so weiter. Sphere-Crit, tolles System. Defeat und... Ach, okay, wir haben noch die Quest, stimmt. Where is the Light oder so, genau. Ja, gut, hier kriegt man noch XP und Sphere-Crit XP. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Ob man jetzt hier die Quests abschließen muss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da wir halt die XP kriegen, 25%. 25 Promille? Warte mal, warum kriegt man 25 Promille? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Also ich bin gerade echt ein bisschen... Ich weiß nicht, CWF-Life... Es enttäuscht mich irgendwie diese Season so krass. Was ist Catchy? Ich weiß nicht warum, aber es enttäuscht mich einfach wirklich von vorn bis hinten irgendwie nur noch. 32k mache ich dem. Ja, Switch halt, ist okay. Ich meine, es könnte echt gut sein, also es könnte echt gut funktionieren, könnte echt Spaß machen und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja aktuell echt ein bisschen sehr skeptisch. Die Art und Weise, wie hier die Sachen funktionieren und gebalanced sind, es ist eigenartig. Es ist nur noch eigenartig. Hier ist ein Acro-Sky. Ja, der Knight überlebt schon. Gut, es gibt Akkus. Interessant. Kann also lustig werden. Ja, nee. Also was die wirklich zusammen geschustert haben, ist echt ein bisschen eigenartig. Man hat hier teilweise Content, der komplett undurchdacht irgendwie ist. Also dieser Endless Tower, ich meine, es ist halt geil, aber es ist einfach nur undurchdacht. Und so muss man sagen, es ist doch sogar noch Season 5 Content hier, oder? Ich glaube, das wurde in Season 4 eingeführt. Aber warum ist das denn immer noch so schlecht? Also wenn die es ja nicht geschafft haben, irgendwie mehr Content einzuführen, beziehungsweise einzufügen, und weiß ich nicht, okay, dann ist es halt eben so. Dann, ja, keine Ahnung. Okay, jetzt kriegen wir XP, ja. Boah, okay. Gut, das heißt, wir bräuchten... Ach, hab mal wieder Boss. Hoppla. Ich habe den gerade irgendwie nicht als Boss identifiziert, keine Ahnung warum. Ja, okay, aber das Zeit ist halt echt wieder ein riesiges Problem. Puh. Ich überlege gerade, wie man es am besten hier... zusammenfassen kann. Es ist ein cooles System. Ja. Es ist nett. Es macht Spaß. Aber die Rewards, die stimmen halt hinten und vorne nicht. Also. Oh, nee. Ja, okay, gut. Macht nicht so wieder Matsch. Also, ich meine, was man hier machen muss. Wie viel Zeit das man hier aufwenden muss. Ich meine, in Flife, man rechnet immer gegen Zeit. Zeit ist Perin. Punkt.
Man braucht jetzt Sachen, die sich irgendwie lohnen. Zuallererst muss es wirtschaftlich sein. Das ist das Erste. Wenn es Spaß macht, wenn es abwechslungsreich ist, so wie Dungeons, ist auch nicht abwechslungsreich, aber es macht halt Spaß, dann kann man halt sagen, so okay und so weiter. Ein bisschen Boss, hier hast du was. Dann muss das halt nicht immer komplett, weiß nicht, lass mich das richtige Wort dafür finden. Da muss es nicht immer halt genau die gleiche Anzahl an Perlen bringen, wie man es halt die gleiche Stunde in Cascada oder in Eldion farmen würde. Ja, genau. Ey, wie viele denn bitte noch? Och, come on. Oh, es wäre nicht genug hier. Und es wäre nicht stressig genug. Also was ich gerade sagen wollte, man rechnet halt immer dagegen. Ja, man rechnet halt immer so, okay, wie viel farm ich da, wie viel farm ich da? Wenn ich jetzt eine Stunde farm oder wenn ich eine Stunde Dungeon mache? Oder wenn ich eine Stunde... Ey, come on, Alter. Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Alle drei, vier Hits hier kommen irgendwelche Minions, die den protecten. Ja, verlier halt Aggro, wenn ich nicht mehr auf dich zuhau. What the heck? Das muss nicht immer so sein und so. Das ist auch nicht immer sinnvoll und so weiter. Ich meine, das ist alles nachvollziehbar. Okay. Nur die Sache ist einfach die, an die ich mir aktuell gerade störe, ist, hier fehlt kompletter Content. Das Faircraft allein und so, das ist toll, das ist ja okay und so. Aber das ist halt nicht ausreichend. Dazu musst du sagen, ja, okay, du kannst dir das Faircrot-Ding farmen und das war's dann. Das reicht halt nicht. Und warum habe ich so wenig Zeit? Ja, jetzt switcht der schon wieder. Hör auf zu switchen. Warum switcht denn der so random? Ich dachte mir, der kann halt nur switchen, wenn man draufhaut. Also sowas früher halt irgendwie. Auf jeden Fall. Ich sehe aktuell gar keinen Grund, das Ding zu machen. Und ich meine, diese Crystals, die sind theoretisch komplett useless nach einer Zeit. Und obwohl die useless sind und dadurch im Prinzip eigentlich eher verkauft werden würden, wobei nicht unbedingt eher verkauft werden würden, aber die werden halt irgendwie im Shop, die werden halt irgendwie sichtbar, die werden einfach da irgendwo auf dem Markt, irgendwie im Shout, irgendwie whatever. Ihr wisst, was ich meine, was ich sagen will. Die sind aber nirgendwo. Ich habe die am Anfang mal gesehen, so ein paar Male und dann nie wieder. Ja, also ich denke mal, oder auch diese Sphären. Wir können mal schauen, wie viel das Sphären aktuell verkauft. Ja, keine einzige. Aktuell sind wir verlosen und so weiter, verstehe ich. Aber auch von den verbleibenden Spielern ist halt keiner mehr dabei, das Zeug zu farmen, weil es auch keinen Sinn macht, so, wisst ihr? Also, es ist wahrscheinlich echt ein cooler Modus. Das könnte ein cooler Modus sein und so weiter. Sphärcrit Level Up, nice. Komm auf die Seite, perfekt. Okay, der Akku-Switch funktioniert relativ gut. Alter, die Cast-Time leckt mich am Arsch. Auch, dass hier mit den Quests verbunden ist und so, ist alles cool gemacht. Ist wirklich, ist nett. Gefällt mir. Finde ich toll. Aber das allein reicht halt irgendwie nicht. Also, da finde ich halt so, das ist nicht genug. Du würdest halt nur sagen, so, yo, hier zum Beispiel könnt ihr das farmen und so weiter und da könnt ihr euch dieses Ding machen, dieses Faircraft und so, ist halt einfach nicht ausreichend. Ich meine, auch, also ich meine, ich könnte mir wenigstens XP geben oder halt irgendwas. Oder halt, ich weiß es nicht. Oh Gott, wie viele Akkus. Killt mich jetzt bitte nicht, also auch noch Fernkampf. Ich hab schon ein bisschen Schiss, um da zu sterben nebenbei. Warum kommt hier Dampf raus? Na gut. Auf jeden Fall.
Was ich vorher sagen wollte, war, ich bin aktuell mit der Season echt ziemlich unzufrieden. Denn ich kann nicht sagen, dass es hier aktuell, also dass es gebalanced ist, was hier so passiert und dass es alles Sinn macht. Also so Dungeons hier zu farmen, ist halt komplett RIP. Punkt. Also sagen viele das Gegenteil, verstehe ich. Wenn man genug Leute hat, wenn man ganz am Anfang mit dabei ist und so weiter, kann ich nachvollziehen, wenn man eine Gilde ist und so, dass jeder dann sagt, so ist doch einfach, ist so, macht man so, 100% nachvollziehbar, verstehe ich wirklich 100%ig. Das Problem ist halt, wenn man halt nicht in der Gilde ist, wo man halt eben nicht mit am Anfang dabei ist. Das heißt, wenn man halt hier aktuell ist, so wie ich ja momentan, 2 Monate nach Launch, oder erst 2 Monate nach Launch, ohne Gilde, ich meine auch ohne Gilde ging es theoretisch, aber die Leute, die man halt wirklich damit ansprechen kann, sind halt viel weniger als sonst, also viel weniger als wenn man in der Gilde ist. Auf jeden Fall, das ist für mich einfach aktuell ein richtig großes Minus, weil wir können aktuell das nicht farmen. Das glaube ich, sieht er momentan selbst. Wir haben keine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise zu machen. Das kann ich mal freischalten. Unlocked Sphere. Wo sehe ich denn, wie viel das ich freischalten kann? Level 2. Achso, 2 und 2, okay. Ups, scheiße. Dann, ich meine, Kolosseum war halt für mich auch schon immer so ein bisschen fragwürdiges System, wenn ich ehrlich bin. Es ist cool geregelt und so, auch das Easy Kolosseum macht Sinn, lohnt sich. Insofern ist es schon ganz okay. Im Legendary muss man halt irgendwie alle Stufen dann freischalten, um so eine Box zu kriegen. Oh fuck, ich hab's verkackt. Okay, aber die kann sich heilen. Kann mich die killen? Nee, kann mich nicht killen. Nee, die macht nicht viel Damage. Also okay. Ich kann einfach Akku ziehen mit Knight, stimmt. Das ist geil. Nicht auf. Ich verliere die ganze Zeit. Ich verliere nicht nur Akku, ich verliere auch den roten Faden die ganze Zeit. Finde ich auch, kann ein bisschen geiler sein. Irgendeine kleinere Box, wenn man halt Easy Kolosseum schafft und so. Es gibt einfach, also CWF Live konzentriert sich, beziehungsweise fokussiert sich wirklich zu 90% auf Gilden und Gildenspieler und halt wirklich so die richtigen Schwitzer, so wirklich die richtigen Suchtis und halt wirklich kaum bis gar nicht irgendwie auf die regulären Spieler. Und ich rede jetzt nicht nur von Spielern, die jetzt irgendwie prevents you from using any food items or Holy Cross. Was? Starving Shot? Ernsthaft? Lol. Auf jeden Fall, das ist für 60 Sekunden. Okay, also man kann ja nicht fooden und keine Holies nutzen. Gut. Soviel zum Thema. Also hier zum Beispiel Kolosseum Easy Mode rentiert sich halt nur fürs Upgraden und so weiter und hat für Erweckungen. Also was man kriegt und so, ist natürlich okay. Also will ich jetzt nicht sagen, das ist akzeptabel. Definitiv. Was ich aber so nicht akzeptabel finde, ist, wenn man halt diese coole Box will, dann muss man halt das große Kolosseum machen. Und dazwischen gibt's halt nichts. Bitte was? Was zur Hölle? Oh Gott. Bloß nicht den Falschen anklicken. Okay, es ist. Gut, 3-4 Minuten, das schafft man nicht mehr. Also bis Stufe 9 schaffen wir es hier ungefähr, okay. Zeitaufwand bisher. 14 Minuten auf, ein bisschen kürzer, also so 12 Minuten ungefähr. 11, 12 Minuten. Und jetzt aktuell ein Sphere-Crit-Level abgemacht. Also, okay, man nimmt die XP nach dem Level-Up nicht mit. Also, 2 Level-Ups haben wir jetzt gemacht, wobei das halt. Na, steigt gar nicht mal. Oh Gott, das steigt gar nicht mal so krass. Ja, es verliert einfach wieder Akku, komm. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich muss jetzt sagen, so, es fühlt sich so ein bisschen not worth it an. Es dauert alles sehr, sehr lang. Okay. Kann ich noch akzeptieren.
Aber wofür macht man das effektiv? Man macht es aktuell, wir stehen hier halt eine Viertelstunde drin für 2 Skillpunkte. Und ist okay, ich finde es cool, dass man sie auch mal mit 2 Spielern machen kann. Schon mal dicker Pluspunkt. Aber ich meine, so ein Sphere-Crit lebt halt eigentlich eher davon, dass es halt wirklich, dass es halt so passiv gelevelt werden kann. Also würde man hier noch irgendwie, also würde man es zum Beispiel im Kolosseum leveln und hier, wäre schon mal viel geiler. Wirklich ohne Witz, wäre schon mal viel geiler. Halt dann nicht nur im Legendary Kolosseum, sondern halt generell in allen Kolosseums. Weil wie gesagt, Legendary Kolosseum ist einfach auch so ein Gildending. Ohne Gilde, ohne 7 Spieler so, hast du halt im Prinzip eigentlich keine Chance, dass du irgendwas kriegst. Vielleicht noch beim Leveln oder vielleicht auch beim Dungeons machen. Also irgendwie, also einfach ein bisschen universaler halt. Nur hier halt, ich meine, man ist hier drin für Sphere-Crit und Sphere-Crit ist für dieses Ding hier. Ich verstehe mich nicht falsch, aber so krass überzeugt mich das jetzt nicht irgendwie. Also ich werde wahrscheinlich nie diese 7 Runs jede Woche machen, weil es ist halt wirklich langer und langweiliger Grind. Und zwar nicht von der guten Sorte. Also es muss halt hier irgendwas geben, dass man sagen kann, ja okay, das ist halt cool, dafür lohnt sich das halt und so weiter. Irgendwas hat so in der Richtung, aber da ist nichts. Da ist halt wirklich gar nichts irgendwie. Ich sehe halt aktuell das nicht so wirklich einen Sinn, halt, um zu sagen, so ja, jeden Tag kann man reingehen und so, aber jede Woche hier 7 Mal, lohnt sich voll, wir freuen uns alle voll drauf, wenn man das Ding wieder machen kann und so, ist es halt nicht so. Auch mit diesen Quests hier, also ist schon cool, aber okay, ich sag nichts mehr. Nicht so cool. Ich hätte vielleicht warten sollen. Oh Gott. Ja, mit einem Night Tank kann ich das vielleicht hier machen. Hä? Hey, was kannst du mobben? Ist das gerade gestorben? Ja, wir könnten mit Night tanken und so weiter. Es gibt schon Workarounds. Kann schon funktionieren. Wird auch wieder 100 Mobs killen. Ey, so dieser Grind, so Alter. Come on, macht's ein bisschen weniger grindy. Das muss doch nicht sein. Ah, scheiße. Okay, perfekt. Ja. Ich bin hier echt am Struggeln irgendwie. Zum einen hier mit dem Modus und zum anderen mit meiner Bewertung. Bewertung in Anführungsstrichen. Ja, okay, dann wieder Southanky. Ja, Stufe 12 schaffen wir nur. Ich weiß nicht. Es hat halt so viel Potenzial. Broken Machine. Es hat echt so viel Potenzial hier irgendwie. Aber es wird nicht ausgeschöpft. Es wird nicht mehr annähernd ausgeschöpft.
ich meine, was man hier alles draus machen könnte. Denk mal drüber nach. So ein Kolosseum-Ding oder so ein Modus wie hier. Ey, man könnte so viel geilen Stuff machen. Ich meine, denk mal drüber nach. Alter, ich hätte 1000 Ideen dafür. Ohne Witz, ich hatte so viele Ideen. Vor allem, dass die hier sogar schon so ein System haben, dass man hier progressiv ein bisschen was kriegt und so. Und hat auch so ein System, dass man im Prinzip, wie soll man sagen, aber manche gehen schneller down als andere. Okay, deswegen war ich gerade schon down. Ja, zum Beispiel, je länger man hier drin ist, desto mehr Pain kriegt man vielleicht. Oder desto höher steigt die Drop-Chance auf irgendein Item oder so. Also es gibt halt, man kann halt echt viel machen. Oder zum Beispiel, dass man quasi wie so Mob-Punkte sammelt für die Quests. Das heißt, wer halt dann, je höher dass man das Ganze schafft, je länger man hier drin überleben kann und so, desto mehr Punkte in Anführungsstrichen kriegt man dann für diese Quests. Und das muss ich mal schnell irgendwie pullen. Also ja, wenn man halt will, könnte man schon echt einiges draus machen irgendwie. Ich meine, 5k AOE Damage mit dem Knight? What? Also man soll die aber nicht AOE, okay. Ah, schaffen wir nicht mehr. Wir haben nur 91k Damage gemacht bisher, statt 2-3 Billionen oder so vorher. Also Milliarden. Ja. Also Stufe 12 ist, was wir schaffen. Also Stufe 11 schaffen wir momentan. Ist halt nicht so viel irgendwie. Ich meine, klar, damit kann man das Faircrit leveln und so weiter. Schon möglich. Aber so hundertprozentig überzeugt bin ich hier echt mal nicht von. Oder? Schaffen wir sogar Stufe 12? Ja, wir schaffen es. Es wird scheiße eng. Es wird richtig eng. Boah. Mal schauen, wie sehr steigen hier die Sphere-Crit-XP überhaupt. Okay, es steigt auch sehr langsam, finde ich auch schon angenehm. Wenn wir es schaffen, dann kriegen wir noch eine Sphere-Crit freigeschaltet, aber ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Nope, sieht nicht so aus. 16, 15. Kritisch. 10, wir schaffen es. Und Level up. Nice. Das Ding macht richtig gut Schaden. Und hier ist ein Boss dazwischen, lol. Deswegen kriege ich so viel Damage. Okay, also ohne Tank kann man hier auf alle Fälle nicht reingehen. Wobei, ich meine, wenn alle hier, also alle Anwesenden halt dann irgendwie mal auf SCR statt und so. Ja, es wäre schon machbar wahrscheinlich, aber wirklich spaßig ist das auch nicht. Also ohne den Damage ist mir da auch wirklich wieder aufgeschmissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin halt so unsicher, was ich hier gerade sagen soll. Es ist halt so ein Mittelding irgendwie. Es ist halt so okay und so weiter, aber es ist halt auch nicht mehr. Man hat natürlich immer so Erwartungen. Je länger das Server existiert, je professioneller das Gefühl wird, desto höher sind die Erwartungen, zumindest meinerseits. Die waren abgehört aus, scheiße. Meine Erwartungen an CW-Flash sind halt einfach sehr hoch. Vielleicht auch zu hoch. Ich meine, ich weiß, was die halt in der Lage sind zu tun, was die machen können, wenn sie wollen.
Und deswegen ist meine Erwartungshaltung hier einfach an Civil Life sehr, sehr, sehr hoch. Und ja, man kann es natürlich schon ein bisschen als übertrieben sehen oder als weiß ich jetzt nicht genau. Fuck, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Kann man alles so sehen, kann ich nachvollziehen, wenn man es so sagt, das ist unrealistisch und so weiter. Kann ich nachvollziehen. Nur, ich muss jetzt sagen, so. Ja, Mann, warum switcht denn der, wenn ich nicht mal meinen scheiß Skill ready hab? Man hätte einfach aus so vielen Sachen mehr draus machen können, irgendwie. Ich glaube, den Frust, den spüre nicht nur ich. Das spüren halt alle Spieler momentan hier. Da muss ich jetzt sagen, so. Schade. Ja. Schade, 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 schade. So. Letztes Mob. Bin schon saumüde und ich bin ja auch ins Bett, beziehungsweise muss noch duschen und so. Zehn Endless Crystals, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Rage? Hä? Willst du mich verarschen? Rage. 100%. Warum gibt's Rage nach einer halben Minute? Ja, komm, ernsthaft jetzt. Oh. Ja, das war's wirklich. Gut, komm hier raus. Immer diese Fake-Dinger hier. Ah, oh, okay, fliegen alle raus. Boah, ich weiß es nicht so recht. Wir kriegen halt haufenweise von diesen komischen Crystals. Die hat kein Schwein will. Was haben wir jetzt bekommen in der Sphere Crit? Steigt noch immer nicht, das ist angenehm. Ja. Gibt es sogar auch vorgefertigte Guides für. Warte mal, Sphere Crit. Ich habe das letztens gesehen irgendwo, oder? Was ist mit der Crack Shooter drin? Crack Shooter Gear Guide. Pet Beat Guide, bla bla bla. Class Guide, Jewelry. Boah, es gibt so viele Guides hier. Crack Shooter Klassen Guide. Okay, da muss ich mal in Ruhe schauen. Jetzt haben wir 5 Punkte bekommen. Dafür kriegen wir einen Apfel und ein Ei. Naja. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bin ziemlich unsicher aktuell über das Ganze. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.